Ich sehe gerade, wir sind total am falsch, am Holzweg. Ich gehe da nach Westen und wir müssen aber nach Norden hier. Also umdrehen und nördlich von Hartmanns Labor hier irgendwo halt ein Ding pflanzen. Ein Ding? Genau. Eine Seilrutsche. Herzlich willkommen zurück. Das ist Death Stranding. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Wir sind in Richtung... Hola, Drio. Was machst denn du? Wir sind in Richtung Osten unterwegs, denn das ist jetzt unser Ziel. Alle haben sich im Osten versammelt. Und es gibt auch Nachforschungen, hat es gegeben von Hartman? Nein. Die Hartman? Nein. Dingsbums. Wie hieß er denn schnell? Ich hab's schon wieder vergessen. Egal. Von unserem Freund gab es Nachforschungen zu Cliff, also dem Soldaten. Clifford Unger. Und ich hätte da wirklich ein Geländeskelett gebrauchen können. Verdammt, wenn ich das gewusst hätte. Naja. Ja, es gibt immer wieder Neuigkeiten. Also wir werden immer wieder angerufen. Alle sind schon im Osten. Fragile schafft es halt nur nicht mehr, uns rüberzubringen. Aber alle anderen hat sie geschafft. Naja, wie auch immer. Wird auf jeden Fall witzig, ja. Wird witzig und interessant und alles. Ich frage mich ja, wie sich das noch auflösen wird. Aber wie wir ja erfahren haben, oder wie ich ja erfahren habe, sind wir jetzt in Kapitel 10 und es gibt 15. Das heißt, letzten Endes sind noch 6 Kapitel übrig. Das heißt, wir haben noch nicht mal 2/3 vom Spiel. Und ich dachte schon, bei Higgs sei es vorbei. Also, das war halt wirklich ein Trugschluss sondergleichen. Wir sind natürlich jetzt auch wieder mit Standardaufträgen voll bepackt, sozusagen. Ich versuche da jetzt genau auf dem Gipfel hier oder auf diesem Vorsprung, werden wir eine Seilrutsche bauen. Um mal zu sehen, ob... Schauen wir mal, ob wir da raufklettern können. Es geht anscheinend, okay. Wo ist denn jetzt unsere Seilrutsche? Die eine ist hier. Wir haben sonst nichts. Wie weit ist das weg da drüben? Seilrutsche. Meter, okay. Das heißt, wir können da noch rauf. Ich muss nur schauen, bekomme ich da eine direkte Sichtlinie? Ja, ich glaube, ich bekomme eine direkte Sichtlinie. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die so sparsam wie möglich einsetzen, die Seilrutschen, denn wie uns letztes Mal auch schon aufgefallen ist, die Kapazität des chiralen Netzwerks ist begrenzt, was auch die Seilrutschen begrenzt. Aufwärts, aufwärts, tralalala. Das Coole ist, diese Wege machst du halt einmal, maximal zweimal und dann hast du spätestens dann eine Seilrutsche vorliegen, aufliegen, umliegen, was auch immer. Nur nicht zu hastig, dann geht das alles. Ich muss mal dieses Packseil wegnehmen. Schon steilere Hänge, ich weiß, aber das Ding ist halt, wo ist unser nächste, ja genau, wo ist die nächste Seilrutsche, ist die Frage. Ich würde das schon gerne nachhaltig machen hier. Und da ich ja TCKs mit habe, der will natürlich wieder einen Briefkasten bauen, ist klar. Ja, sehr gut, der Seilrutschenweg ist im Weg. Da ist auch was im Weg. Wenn ich das jetzt ein bisschen hochklettere, dann müsste ich beide abdecken können und dann haben wir eine Verbindung. Unter Umständen. Es ist kalt. Was du nicht sagst. Ach.
Okay. Schaut machbar aus. Das Ding ist, ich habe keine Leiter mit. Das heißt, ich muss das irgendwie anderweitig schaffen, hier raufzukommen. Aber da es schon so schön stufig hier ist, könnte das was werden. Hey, nicht so schnell, nicht so hastig, junger Mann. So, bitte sei nett. Da unten. Komm. Die hat er. Die anderen, da haben wir Hindernis. Okay, verstehe ich. Ist auch okay. Macht nichts. Wir wollen ja auch nur die zwei hier verbinden. Schaut gut aus. Oh yeah, baby. Die nächste dürfte hier sein. Okay, die ist gar nicht so weit weg. Jetzt schauen wir nur, was bedeutet die für uns. Das bist du. Wo bin ich denn bitte gerade hingeklettert? Das ist ja komplett verkehrt. Wir müssen ja hier lang. Das heißt, ich muss ja eigentlich darüber. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist eher schlecht, was ich gerade gemacht habe. Ich dachte, ich bin da nach Norden geklettert, schön. Alter, was habe ich gemacht? Scheiße, ich hätte da lang müssen. Ist aber egal. Die bringt uns hierher. Wir versuchen dann den Grat jetzt darüber zu wandern. Irgendwie. Konstruktion abgeschlossen. Oder? Versuchen wir das? Warte mal. Dazu müsste ich da runter und rüber und was auch immer. Ja, das machen wir. Nur schön ruhig. Mit den. Ach, da wäre jetzt eine Ding cool. Ich kann es nur hoffen, dass ich da halt nicht abstürze und sterbe. Da unten, ja. Das ist ja richtig da unten. Ach, du Kacke. Komplett fair. Semmelt das Ganze, aber nicht komplett. Denn ich glaube, in der Lücke da unten kann ich was hinpflanzen. Ich glaube, da kann ich tatsächlich was hinpflanzen, was uns ein bisschen helfen wird. Hey, schau, das ist eine Leiter von mir. Als ich damals zurückkam von der Evo-Devo-Biologin. Das sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, das ist schon Mountain Nautic da unten. Wenn es mich nicht ganz täuscht. Ich versuche noch einen TCK hier zu nutzen. Hier vielleicht schlecht. Behaupte ich mal jetzt einfach. Oh! Wehe! Was tust du? Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wenn ich jetzt da rüber gehe, was bringt's mir, frage ich mich gerade. Was bringt's mir? Das ist die eine Schlucht. Das ist die eine grausige Schlucht, die wir da hatten. Ich kann mich erinnern. Da sehe ich leider nicht rüber. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich kann mich an das gut erinnern.
Hier ist, aha, Seilrutsche, super. Ich sehe sie, es ist nur die Sache, wo ist unser zweite? Da unten weiß ich, dass eine Seilrutsche ist. Hör auf dich jetzt. Mann, was ist mit dir jetzt? Hä? Jetzt aber. Simon fängt der andere herumzueiern, wirklich. Das von oben geht, okay? Und da unten, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ja. Nein. Was ist los? Das muss gehen. Das muss funktionieren. Leute, das muss funktionieren. Nein, noch immer nicht. Gleich. Ja. Ja, die beiden. Die beiden gut. Die beiden gut. Schaut gut aus. Ja. Das ist es. Und jetzt haben wir eine Verbindung. Zwischen Mountain Knot und Hartman. Entschuldige, Mann. Ach, ich vergesse ja, wir haben kein Wärmepad mehr mit. Aber, ja. Kein wenig musst du dich noch gedulden, mein Lieber, ein klein wenig. Konstruktion abgeschlossen. Hoppla. Ja. Ja. Da hat auch Lou Freude. Und das kann ich mich noch erinnern, das war damals ein ziemlicher Horror, hier raufzukommen. Das Ding kenne ich gar nicht. Das ist neu. Das habe nicht ich gesetzt, glaube ich. Oder doch? Doch, habe ich. Da sind wir in Mountain Knot. Loch Ness ist ja auch nicht mehr da. Aber hier können wir uns dann ein Fahrzeug nehmen. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Ja. Ein violettes Auto. Nice. Vielen herzlichen. Haben wir da schon 4 Sterne eigentlich? Mit der vielen Fracht, die ich da jetzt mitgenommen habe, könnte man einiges an Sternen hier gewinnen. Wir liefern. Oh baby, 3 Standardaufträge gleich. Einen Streich. Hey Sam, also es tut mir leid, dir wieder zur Last zu fallen. Aber es ist wirklich wichtig. Wow, ein echter Muskelprotz. Das übertrifft das, was ein einziger Bote tragen kann bei weitem. Stimmt. Wir sind auch 2. So, überspringen, perfekt. 4. Stern muss drinnen sein. Der 4. Stern ist drinnen. Nein. Komm, der muss gehen. Neue Interviewdaten. Nice. Und jetzt der 4. Stern. Neuestens. Und auch etwas Erweiterung unserer Kapazität. Ein zusätzlicher Lieferbot steht mir auch zur Verfügung. Oh, und richtig viel Material. Richtig viel Material. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Perfekt. Awesome. Bericht Nummer 3. Wunderbar. Danke, Sam. Bitte gerne. Du bist eine Inspiration für uns alle. Ich weiß, ein Wahnsinn. Unglaublich toll. So, was... Neuer Auftrag. Irgendwas ist da neu. Seht ihr das? Gemeinschaftskasten, da ist irgendwas. Sam, wir haben Fracht erhalten, die du einem anderen Boten anvertraut oder verloren hast. Du kannst sie dir aus dem Gemeinschaftskasten holen. Das heißt, da hat jemand für mich mal verlorene Fracht mitgenommen. Von Kustorf. Ist das meins? Fracht für Sam. Oh, Metalle und Keramiken. Das werden wir aufs Fahrzeug laden, bitte. Aufs Fahrzeug, dankeschön. Chemikalien, Zeug, Zeug, Zeug. Cool. Bestätigen. Dankeschön. So,
So, und dann schauen wir natürlich, dass wir uns jetzt etwas Ausrüstung herstellen. Also ich würde halt sagen, eine Kletterverankerung kann man immer mitnehmen, eine Leiter kann man immer mitnehmen. Und in dem Fall nehmen wir einen TCK Stufe 2 mit, weil wir sind ja schon langsam auf dem Level, dass wir sagen, TCKs sind nicht mehr allzu wichtig jetzt gerade. Deshalb, glaube ich, passt das soweit. Gut, bestätigen. Okidoki. Tragen wir einfach alles am Rücken. Hoppla. Was tue ich da gerade? Fracht automatisch anordnen, genau. Sehr schön. So, was wir jetzt auch noch machen ist, das mal bestätigen, cool. Dann werden wir weitere Aufträge annehmen. Mal mit dem Bot hier. Was machen wir nicht? Robotikerin machen wir nicht. Zumindest nicht selbst. Sind ja brav unterwegs, muss ich sagen. Aufträge annehmen, Standardaufträge. Zum Bergsteiger geht's nicht, zur Fotografin glaube ich auch nicht, an die Spiritualistin nicht, nein. Da wären zwei Richtung Arzt, das wäre ganz witzig. Gefühlt. Der Arzt. Ist die Frage, sind wir da schon? An Lake Knot City könnte ich natürlich was liefern. Große Menge Material für Erweiterung des Hafens. Nehmen wir mit. Tja. Auswählen. Sollen wir noch was für Lecknut? Sicher. Von Natur aus zeitregenresistentes Holz nehmen wir auch mit. Sehr. Und Verteilerzentrum nehmen wir auch mit. Come on. Ja, ich weiß. Ich habe ja ein Fahrzeug hier. So, genau. Das hier, natürlich. So, das kannst du jetzt alles aufs Fahrzeug laden. Verdammt, ich habe Zeug dafür einen Arzt, gell? Verdammt. Das ist Lake Knot, okay. Ich glaube, das für einen Arzt hätte ich lassen sollen. Und nur das für Lake Knot mitnehmen, na egal. Medizinisches Instrument. Verteilerzentrum, okay. Okay, ich habe eh nichts für den Arzt. Sehr gut. Ich habe alles für Mountain Knot und so weiter. Das passt. Das können wir bestätigen. Freude! Auftrag zugewiesen. Das werden wir dann aktivieren. Und jetzt nehmen wir natürlich auch noch Materialien mit. Hoppla. Ach so. Vielleicht sollten wir es anders machen. Wir schauen uns mal an, was brauchen wir an Materialien für die weitere Straßenführung hier. Genau, hier zum Beispiel. Da fehlt ja doch noch etwas. Bei dem Straßenbaugerät, also, jetzt muss ich mir jetzt ein bisschen aufschreiben, das Ganze. Fehlen Metall, also chiraltechnisch, ziemlich genau 2000 Chirale. Und 2000, naja, 1700, sagen wir, 1700 Metalle. Und 2600 Keramiken. Das ist extrem viel alles miteinander. Das ist extrem viel. Ist egal, aber wir werden es versuchen zumindest. Das Ding ist, das ist dann ein Mule-Gebiet. Und da ist dann wieder Straße, 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 Straße. Hier hätten wir. Hier wäre es aber billig, merke ich gerade. Hier wäre es billig. Also genau das andere Ende. Da bräuchte man 825 zu 1920 zu 3420. Das ist alles teuer eigentlich. Alles ist teuer. Nichts ist frisch, alles ist teuer. Schickkacke. Naja, schauen wir, wie viele Materialien wir hier mitnehmen können. Material nehmen. So. Also bitte.
Metalle zu 1000 brauchen wir mal definitiv. Kann man zwei mitnehmen. Das passt. Keramiken haben wir natürlich bei allem zu wenig. Aber ist wurscht. Wir nehmen das mit, was wir mitnehmen können. Nehmen die einfach alles weg hier. Und Chiralium könnte man natürlich auch wieder mitnehmen, gell? So gesehen. Ein bisschen was lasse ich euch hier. Passt, nehmen wir mit. Fahrzeug, 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 Fahrzeug. Boom. Bestätigen. Cool. Dann schauen wir noch. Also Aufträge haben wir. Perfekt. Wir gehen's an. Auf zum Verteilerzentrum. Wir werden versuchen durchzufahren. Bis kurz vor dem Verteilerzentrum. Ja, hui. Die Straßen waren ja auch viel Aufwand. Und richtig teuer auch. Das ist lange, lange her, episodentechnisch, dass wir hier mal wieder eine Straße benutzt haben. Lu sieht glücklich aus, das ist schön. Also hier Mountain Not drauf zu fahren mit viel Fracht ist albtraumhaft. Ohne eine Straße, albtraumhaft wohlgemerkt. Straße for the win. Ich frage mich, wann sich die Straßen dann beginnen aufzulösen. Sind das Seilrutschen von mir? Ich glaube ja. Oder hat wer ein... Aha. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da links ist GD-Gebiet. Habe ich mein nicht-tödliches Sturmgewehr nicht dabei? Habe ich mein nicht-tödliches Sturmgewehr nicht dabei? Wirklich? Kannst du das irgendwie einklappen, das Ganze? Warte mal. Tatsächlich, wo ist es? Komisch. Ich habe das wohl abgelegt. Schade. Ich hoffe, ich habe meine Granaten wenigstens dabei. Warte mal kurz. Habe ich meine Granaten wenigstens dabei? Ja. Aber das Problem ist, gegen Mules anzukämpfen ohne ein Sturmgewehr. Könnte schwierig werden. Geil. Mann, das ist das nächste Spiel, was ich unbedingt spielen muss. Horizon Zero Dawn fehlt auch noch komplett auf meiner Liste. Konstruktionsmenü. Gebt dir mal alles, was wir haben. Metalle. Yes. Es passt. Yes. Keramiken. Yes. Aber davon haben wir halt viel zu wenig hier. Aber Chiralium habe ich viel für dich. Alles, was du brauchst. Und dann bleibt mir nicht viel übrig, aber immerhin fehlt dann nicht mehr viel. Da fehlen noch 1200 Keramiken. Dann hätten wir ein Stück, ein Babystückchen Straße wieder. Mann. Das Mule-Lager.
Ich habe ihn wohl nicht negiert. Die Schweinehunde. Schauen wir hier aus, was fehlt uns hier? Wohl einiges. 2000 und 4000, wow. Ist ja überaus übel. Und hier fehlt uns 1500, 2000, 3000, wow. Das ist so viel, das ist so unendlich viel gefüllt. Drüben sind Seilrutschen, okay. Ja, aber das Gebiet hier ist nicht so schwer zu durchfahren. Von daher ist es halb so schlimm, dass wir hier noch keine Straße haben. Aber ich vermute, es gibt einen... Ich glaube, ich habe es noch nicht nachgesehen, aber ich glaube, es gibt einen Erfolg für Bau alle Straßen oder so. Es wäre schlimm, wenn es keinen gäbe. So, Lieferung Nummer 1. Ach ja. Ich bin der Straßenbau Sisyphus. Schauen wir mal, was haben wir da für Fracht, die mir gehört. Ein Kraftskelett von mir. Ah, interessant. Das dürft ihr behalten von mir aus. Von mir aus dürft ihr es behalten. Wie viel Material habt ihr denn hier? Chirale, bla bla bla, Metalle 1000, Keramik, das ist ja alles viel zu wenig. Ganz ehrlich, das ist alles viel zu wenig. Aber wir liefern. Hast du, bist du, freut's dich? Perfekt, ich weiß. Glückstag, wunderbar. Lake Knot ist nicht mehr weit weg, Leute, Lake Knot ist nicht mehr weit weg. Vierten Stern gibt es natürlich keiner. Keinen, ist klar. Einer meiner Bots ist fertig, das ist gut. Pass gut auf dich auf, sonst tut das niemand. Ja. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Neuer Auftrag. Was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist Ausrüstung. Ich brauche mein nicht tödliches Sturmgewehr Stufe 3. Bitte, danke. Bitte an die Werkzeughalterung hängen. Bestätigen. Dankeschön. So, Aufträge annehmen. Dann werden wir mal einen für einen Bot annehmen. Ah, und die Robotikerin, die mag unsere Bots sicher schon. Weil sie ja Robotikerin ist. Ha, witzig. Super Sache. Schauen wir, was können wir noch annehmen. Nein. Wegposten. Ach, der interessiert mich eigentlich gar nicht, der Wegposten. Verteilerzentrum südlich? Auch nicht so wirklich. Da muss ich nämlich nicht hin, an dieses Verteilerzentrum. Passt, dann lassen wir das hier. Ist auch cool. Ist auch cool. Perfekt. Ist nicht so viel passiert. Gibt trotzdem einen Cut.